Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, aus dem schönsten Haus von Graz, aus dem Palais Athems. Mein Name ist Mathis Huber. Ich leite von hier aus das Musikfestival Styriarte normalerweise. Heute und heuer ist aber nichts normal, heuer ist alles etwas anders. Aber auch diesem anderen kann man schöne, sogar sehr schöne Seiten abgewinnen. Und das wollen wir jetzt tun. Wir, das sind eine Pianistin aus Riga, Olga Czepowetzki, hier im Palais Athems. Das ist ein Pianist aus der Steiermark in seinem aktuellen Wohnzimmer in Hannover, Philipp Scheucher. Und das sind an die 60 weitere Pianistinnen und Pianisten in aller Welt, die sich jetzt eben an ihre Instrumente gesetzt haben, um gemeinsam ein neues Stück Musik eines österreichischen Komponisten zur Uraufführung zu bringen, die Corona-Meditationen von Gerd Kühr. Seien Sie also herzlich begrüßt, meine lieben Mitspielerinnen und Mitspieler in Ihren Wohnzimmern. Und seien Sie ebenso herzlich gegrüßt, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer in aller Welt, hoffentlich auch in Ihren Wohnzimmern. Unser natürliches Biotop, die Konzertsäle und die Opernhäuser, sind uns im Moment verschlossen. Aber wie man sieht, die Kunst kann andere Biotope besiedeln. Es bleibt uns das Wohnzimmer und es bleibt uns das Internet. Und in diesen beiden Räumen spielen wir jetzt. Treten Sie also bitte ein in den ersten Durchgang der Corona-Meditation in die Kammermusikversion, gespielt von zwei Klavieren, eines in Graz und eines in Hannover. Thank you.
Schon in der Kammermusikversion war das wahnsinnig schön. Und in diesem barocken Raum klingt es immer noch nach. Es war vor 5 Wochen, da bekam ich einen Anruf von Gerd Kühr, der mir erzählt hat, dass er ein Klavierstück zum Augenblick, zum Corona-Moment im Kopf hat. Ein Stück, das die Situation, in der auch die ganze Musikwelt jetzt steckt, in sich eingeschrieben hat. Und ich konnte natürlich nur sagen, bitte, lieber Gerd, schreib es nieder, dieses Stück, und überlass es zur Uraufführung das Thyriarte. Und Gerd Kühr hat Ja gesagt. So gut wie jede Produktion in der Thyriarte wird von einem Künstlerinnengespräch begleitet. Und ein solches haben wir auch ein paar Tage vor der Uraufführung der Corona-Meditation geführt. Mit Gerd Kühr, dem Komponisten des neuen Stücks, und mit Olga Czepowetzki, seiner Hauptinterpretin hier im Palais Athems. Es ist bei diesem Stück tatsächlich so gewesen, dass es plötzlich da war und sein musste, sagen wir so. Ich war in eine andere Arbeit vertieft oder bin schon seit längerem in eine andere Arbeit vertieft, bin gerade zurückgekommen gewesen aus Deutschland und musste aus diesem Grund sofort in eine 14-tägige Quarantäne gehen. Und dann ist plötzlich, als ich eine Kaffeepause gemacht habe, tagsüber die Idee gekommen, ja, offenbar sind eben jetzt wirklich unglaublich viele Menschen zu Hause. Viel mehr zu Hause als sonst, eben auch tagsüber, unter der Woche etc. Was machen die? Die haben mehr Zeit. Die haben Zeit wahrscheinlich auch zum Nachdenken und zum Besinnen, wie sich das ganze Leben geändert hat. Oder mit der unsicheren Aussicht, wie geht es weiter? Und gleichzeitig als Musiker war das natürlich naheliegend, dass ich mir ganz optimistisch gedacht habe, Zeit für Hausmusik, das muss es sein. Und diese zwei Aspekte wollte ich verbinden und selbstverständlich auch eben nicht allein zu Hause sein, sondern verbunden mit Musiker, Kolleginnen und Freundinnen und Freunden etc. von überall her. Und das bietet uns, diese Möglichkeit bietet uns ja das Internet. Und dann habe ich einfach für mich mal ein Konzept angefangen aufzustellen, wo man all das reinbringt und wo man, und das ist mit dem Begriff Hausmusik ja nun wirklich verbunden, wo man auch nicht professionelle, in dem Fall Pianistinnen und Pianisten, einladen kann, mitzumachen. Und ich habe eigentlich das Konzept nach und nach so ein bisschen entworfen, wie eine besonders raffinierte Schachstellung. Also dieser Aspekt hat mich interessiert einfach mal. Wie kriegt man das auch handwerklich, tonsatzmäßig, wie kriegt man das in den Griff? Welche Kriterien sind wichtig? Es handelt sich im ganzen Stück um eine Musik, die immer im gleichen Grundpuls bleibt, eben in diesem langsamen, sehr langsamen Puls 37. Und der Grund, warum ich mich dafür entschieden habe, war einfach der, ich habe schon an diese Internetmöglichkeiten gedacht, an das Zusammenspiel, an die Klangentwicklung. Ich wollte den Puls so tief wie möglich kriegen, dass er einerseits noch schwingen kann, musikalisch schwingen kann, für eine einzelne Person am Instrument, für sich, und andererseits aber so langsam ist, dass es äußerst schwierig ist, vor allem über das Internet zusammenzuspielen, dass man haarscharf zusammen ist. Und dadurch entsteht quasi in der Zeitachse eine Verschiebung und gleichzeitig besteht oder entsteht auch in der Raumachse, nämlich in der Frage der Tonhöhe, eine Verschiebung, weil es muss nicht jeder sein Instrument auf, weiß nicht, 442, 443, 440 Hertz gestimmt werden. Ganz im Gegenteil, diese feinen Nuancierungen sind sehr erwünscht und das hat jedenfalls zu diesem Stück geführt. Ja, und das muss ich einfach noch erwähnen, dass der Puls 37 ist, das habe ich aus dem Impuls heraus dann festgelegt, wo ich gesehen habe, ich habe mich eingependelt zwischen 35 und 38 als Grundgefühl und dann habe ich mich sofort für 37 entschieden, weil es eine Primzahl ist und ich liebe Primzahlen. Musik.
Meiner Meinung nach, es gibt eigentlich so viel mehr drin als einfach Meditationszustand. Zum Beispiel das Material des Anfangs, das eigentlich die Basis für den Rest des Stücks ist, sind weit, weit weg voneinander entfernte Oktaven, die wir nach meiner Meinung nach als etwas Dauerhaftes, Stabiles, Ewiges wahrnehmen können, auf dem unsere Welt steht und was wir vergessen, wenn wir uns gut fühlen und woran wir uns plötzlich erinnern, wenn etwas Schlimmes passiert. Dann, nach jeweils 4 Takten, entscheidet plötzlich in der Mitte zwischen diesen beiden Oktaven eine neue Note aus unserer 12. Reihe. Und dann kommt noch eine Note, dann nach 4 Takten noch eine und so bis alle Töne zwischen diesen beiden Oktaven sind. Und es ist auch erwähnenswert, dass jede Note ihren eigenen Platz hat und in eigenem persönlichen Rhythmus. Und je mehr Noten zwischen den Oktaven wir hören, desto mehr ähnelt es an einem Glockenspiel. Und wenn die Oktaven selbst etwas weit entfernt ist, dann für mich diese 12 Tone oder ja, wie viel auch immer, Tone zwischen den Oktaven, diese Tone sind wir selbst, also die Menschen. Das zeigt, dass jeder von uns einzigartig ist, jeder mit eigenem Lebensrhythmus. Aber wenn wir alle zusammenkommen und nach etwas ewigen Streben, dann entsteht es wirklich ein wunderschöner Klang, ein unbeschreibliches Gefühl, würde ich sagen, ein Gefühl der Einheit. Und wir sind wirklich, wirklich glücklich, dass die Musik gibt uns die Möglichkeit, so einen Einfluss zu haben. Und ich hoffe, dass wir am Tag der Premiere, am 30. April, diese wunderbaren Gefühle auch erleben können werden. Und jeder ist wirklich sehr herzlich eingeladen zum Mitmachen und zum Mitspielen. Wir werden uns sehr freuen. Ich habe schon eine Vorstellung. Und selbst wenn das aufs Erste eher verblüffend klingt, ich glaube, es wird schön klingen. Weil ich glaube an sowas wie, wenn man, und das hat ja Olga Czepowetzki so schön schon erklärt, wenn man auf so eine Basis zurückgreifen kann, wie diese Anfangsoktav, tiefes F und dann eine hohe Oktave, sehr hohes C. Und man stellt ja auch eine Verbindung her. Das ist ja ein Quintschritt. Und ein Quintschritt ist ja auch ein ganz archaisches Intervall, auch in der Obertonreihe ganz wichtig. Der erste andere Ton außer dem Grundton nach der Oktave eben. Ja. Das hat eben so etwas Verbindendes und stellt die Basis dar. Und die feinen Abweichungen, wenn sie nach und nach kommen, deshalb auch die klassische Periodik, 4 Takte im 4/4-Takt, das ist auch etwas, was uns mit unserer westlichen Musikkultur längst eingeschrieben ist. Ja, das wollte ich alles benutzen. Und wenn das dann also so Zeit hat, sich zu entwickeln, dann akzeptiert man plötzlich alles, was da ungefähr an dem Platz, an dem es zugedacht ist, erscheint. Und das vermischt sich dann zu einem, ich stelle es mir im idealen Falle vor, sagen wir, es sind mal 1 Million Klaviere, die da gleichzeitig spielen, dann geht es schon in Richtung kosmischem Gefühl. Da ist ja so viel Raum da, wie wir wissen, im Weltall,
dass wir uns wundern, dass alles so ohne weiter seinen Platz hat und dass so wenig Katastrophen passieren, so wenige Zusammenstöße. Ja? Und das ist ein Phänomen, das beschäftigt mich auch musikalisch, weil die Obertonreihe uns ja zeigt, wir sind ja letzten Endes von der Natur her, von der Physik her, von der Akustik her, von unserem wohltemperierten System am Klavier ja weit entfernt. Ja? Es gibt ja da ganz andere Welten dahinter. Und das könnte da ein bisschen diese Welt öffnen. Und jetzt, meine sehr geehrten Damen und Herren, jetzt folgt der Uraufführung zweiter Teil unter Mitwirkung des Universums. Sie hören Olga Czepowetzki hier am 100 Jahre alten Ehrbarflügel im Palais Athems und ihr Signal geht über die Zoom-App an die mitwirkenden Pianistinnen, also an Philipp Scheucher in Hannover und an die vielen, vielen anderen in der Welt. Diese steuern ihren Part bei, der wieder über die Zoom-App hier in Graz landet und von unserer Technik live gemischt wird und über einen YouTube-Kanal zu Ihnen nach Hause reist. Das Stück dauert in dieser Version etwa eine Viertelstunde lang. Und ab morgen, um dieselbe Zeit, steht eine Aufzeichnung dieser bemerkenswerten Veranstaltung auf den Internetseiten der Styriarte. Dort können Sie die Vorstellung noch einmal hören und Sie können mitspielen und theoretisch dauert das Stück dann bis in alle Ewigkeit. Viel Vergnügen, viel Glück, viele schöne, viele tiefe Gedanken bei Gerd Kührs Corona-Meditation. Thank you.
Thank you.
Thank you.